Recht herzlich willkommen zur 156. Folge von Aborion. Ja, wir wollen zusehen, dass wir unsere zwei Schiffe zusammenbekommen. Dafür müssen wir da hinspringen. Ja, wie wir sehen, ist dieser Riss jetzt hier immer noch ziemlich groß. Koordinaten in Navi eingeben. Und jetzt bin ich echt am Überlegen, dass wir das andere Schiff, welches ja hier ist, auch schon mal vielleicht... Dieser Sektor ist außer Reichweite für dieses Schiff, genau. Sektor wechseln, das bringt uns jetzt zwar nicht ganz so viel. Ja, das ist jetzt dahin gewechselt. Ich wollte es aber, dass es dahin springt. Ich glaube, es muss dann noch da, ne? Es bringt uns jetzt nicht wirklich was, das Schiff hier hin und her zu navigieren. Also bringt schon was, ne? Aber das ist ein Miner. Dann ist der da. Ah, shit, ich habe auch so selbst sogar das falsche Schiff noch erwischt. Dann abbauen. Keine Asteroiden mehr, okay. Dann springen wir dahin. Und dann dahin. Jump mal hoch. Das ist das richtige Schiff, was wir eigentlich bewegen wollen, ne? Und das kann auch richtig weit springen, ne? Ja, da muss jetzt ein Cooldown erst noch stattfinden. Das war der Oil Rig, ne? Ja. Und hier haben wir noch ein Miner. Der hat die Aufgabe, Asteroiden abzubauen, und das funktioniert wohl auch. Der hat den Sprung noch nicht gemacht. Wäre schön, wenn er mal springt, aber der Cooldown ist so schrecklich lang wahrscheinlich, ne? Ja, dann würde ich jetzt sagen, spring du mal weiter. Hier haben wir auch, aber dann müssen wir noch da springen halt. Der braucht ewig da jetzt rüber, ne? Ah, jetzt hat er es da geschafft. Jetzt können wir denen den Auftrag geben, da zu meinen. Da gibt es keine Asteroiden mehr, du glaubst es doch nicht, oder? So, spring du mal nach da. Der springt nach da, der soll noch hier springen. Warum fliegt er jetzt da lang? Gut, jetzt hat er das geschafft. Hier gibt es keine Blips zu sehen, ne? Ja. Ich glaube, wir können mal gerade hier rüber springen und ausrichten und jumpen, ne? Wo ist denn das? Da ist das. Achso, da sind ein paar Updates gewesen und das Bild beim Springen wackelt jetzt so. Soll es eigentlich, aber tut's nicht. Und wenn andere Schiffe neben einem springen, dann ist so das Wackeln irgendwie wohl angesagt oder so. Keine Ahnung. Was sagt er uns hier? Achso, okay. Ich bin im leeren Raum, ja. Koordinaten eingeben. Braucht noch 8 Sekunden, das ist alles okay.
Wir müssen gucken, dass wir dann unser anderes Schiff hierher holen. Ja, und das kann da nicht rüber, das heißt, wir springen dann mal dahin. Ja. Springen mal dahin. So. Und der ist immer noch nicht unterwegs. Der meint ja, wie wir hier schön sehen, der ist der Einzige, der hier arbeitet. Ja, gut. Achso, M muss man drücken, ne? Dann klappt das auch mit dem Dahinkommen. Okay, wieder ein leerer Raum. Da gibt's einen Blip, dann nehmen wir den mal. Das dauert noch 9 Sekunden. Was macht unser Schiff hier? Da passiert noch nichts. Schiff in Sektor wechseln. Renew wechseln. Laden wir das, dann kommen wir über den Schlitz rüber. Will ich hoffen. Das ist das Nord. Ost, das ist also falsch. Wo ist ein anderes Tor? Da. Westtor, das ist richtig. Zack, einmal da durch. Ja, neuen Schiffsgenerator gibt es auch. Den haben sie auch umgebaut, stand da. Wieso blinkt da jetzt mein Ziel? Ah, das ist jetzt ein Bug in dem Sinne. Okay. Also der könnte jetzt noch da springen, ne? Aber das machen wir jetzt nicht. Ist er schon gesprungen? Nein. Wir müssen jetzt hier in das Schiff eigentlich rein. Nee, da wollen wir nicht hinspringen. Ach so, ja, der soll da hinspringen. Da reinwechseln und wieder laden. Ja, gestaltet sich ein bisschen schwierig jetzt gerade so, würde ich sagen, ne? Mit dem Hin- und Herspringen ist das jetzt nicht so cool. Also der kann da hinspringen. Ja, Point Defense PDGs oder PDCs oder wie heißen sie, müssen wir bauen. Okay. Schöner Sektor hier. Was ja alle gibt, ne? 70 Sekunden Abklingzeit. Wow. Das bedeutet wieder darunter. Und so. Ist er gesprungen? Ja, er ist gesprungen. Der hat da ewig Abklingzeit dann. Springen wir mit denen ein bisschen voran. Der kann gut springen, oder wie sehe ich das? Der hat
keine so hohe Abklingzeit. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Du kannst das Schiff in dieser Sitzung nicht befehligen. Ach, ich sitze da dran. Alles klar. Wunderbar. Dann hat das Switchen schon geklappt. Okay. Gibt es Tore? Nein, gibt es nicht. Dann würde ja es bedeuten, ich möchte jetzt hier zu dem Blip. Und dreh dich mal dahin. Und den habe ich Computer berechnet noch. Passt. Interessantes Schiff mit Werbeplakaten, oder was ist das? Oh. Das ist aber cool. Aber leider in die falsche Richtung. Also, Richtung wäre schon cool, so auch da einzuspringen, aber, ne? Okay, dann ist da schon alle. Das dauert noch 37 Sekunden, das bedeutet, wir wechseln wieder mal in die andere Richtung. Und das hat wieder gut geklappt mit diesem Springen, ne? Das ist, der registriert das, wenn du da drauf gehst, auch als Sprung, ne? Ziemlich doof. Sprung 810, 307 ist angegeben. Shift-Befehle verketten. Aha. Befehle kann man so schön verketten. Alles klar, weiß ich Bescheid. Gut, dann mach das mal. Krass. Und er hier hat Abklingzeit rum, das heißt, wir können da springen. Sehr schön. Und spring da mal hin. Wo ist der andere? Da, okay. Der hat aber noch zu tun, oder? Ja. Springen wir da hin. Abklingzeit. Subraumsignale erfasst. Hier gibt es keine Blips. Noch 13 Sekunden, dann können wir da springen erst. Toter Raum hier. 2, 1, go. Wieder ein toter Sektor. Zweiundzwanzig Sekunden.
Ja, schon auf dem Weg hier. Okay, die werden sich hier irgendwo gleich treffen dann. Gucken wir mal, wie weit sind wir hier? Okay, wir können springen. Wieder ein leerer Sektor. Koordinaten wieder eingeben. Fliegen wir da hin. Die Richtung ist noch die gleiche, 17 Sekunden ist es auch noch. Keine Ahnung, was das gerade für ein Jingle war. Sechs Sekunden noch. So, Leertaste drücken wäre sie nicht, ne? 85 Sekunden. Ich denke, wir machen den Sprung den nächsten Mal nach da. Und gehen dann auf das Schiff. Und springen diese Richtung. Der braucht nur 51 Sekunden. Okay, der ist jetzt hier nach da unterwegs und er ist noch da unterwegs. Gut. Ich denke mal, wir sollten gucken, dass wir da gleich irgendwo hinkommen. Ja, das war jetzt falsch. Dann fliegen wir dahin. Ne, da sind wir ja schon drin. Können auch springen. Gut, sind wir auch da. Und bitte Sektor anzeigen. Interessante Info. Eine Gruppe von Bladeschiffen ist erschienen. Xotan-Jagdschiff. So, das heißt, wir fliegen jetzt noch dahin. Und müssen noch ein paar Sekunden warten, bis das so klappt. Route berechnet, aber noch 28 Sekunden. Siebzehn. Gleich sind wir auf dem passenden Weg, oder? Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, go. So, der andere ist noch nicht da, der muss aber gleich auch irgendwann kommen. Was haben wir denn alles so hier? Ah, das zweite Schiff ist gerade angekommen. Gut.
ist es. Interagieren wir gerade, geben Befehle und mich eskortieren. Escape. So, dann haben wir das auch geklärt. Da haben wir ein Ressourcendepot. Ja, hat man hier gesehen, was wir hier so haben. Elektromagnetfabrik, Energievertret. Ja. So, jetzt haben wir hier erstmal unser erstes kleines Schifflein oder unseren ersten kleinen Konvoi. Haben da ein Tor nach Süd-Südost. Wäre wahrscheinlich das Sinnigste, da erstmal hinzufliegen. Aber für diese Runde haben wir jetzt das geschafft, dass wir diese beiden Schiffe zusammenkriegen. Wir müssen nochmal gucken, dass wir irgendwo ein bisschen was mit Dingens finden, sag schon, Geschütztürme finden und sowas, damit wir uns für den Kampf gegen den Gegner wappnen können, ne? Ja, okay, da würde ich erstmal sagen, soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Macht euch ein Abo, falls ihr noch keins habt. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, bringt mich weiter. Und Kommentare herzlich willkommen. Schreibt wieder was rein, was wir da noch machen können und ob der Weg der richtige ist. Und ja, sonst teilt noch auf anderen Plattformen, wo ihr so verkehrt, dass andere auch erfahren, dass diese tollen Spiele wie dieses hier Avarion weiter verbreitet werden. Alles klar, bis dann. Tschüss.